Was ist eigentlich ein Ronaldo-Tor? Oder ein Messi-Tor? Da gibt es eine ganze Menge schöne Treffer, aber so das typische Tor gibt es eigentlich nicht, oder? Ein Arjen-Robben-Tor hat dagegen jeder Fußballfan ganz genau vor Augen. Ein Spieler bekommt auf der rechten Seite den Ball, zieht dann nach innen und schließt mit dem linken Fuß erfolgreich, im Idealfall auch noch ins lange Eck ab. Arjen Robben hat diesen Move innerhalb seiner Karriere wirklich perfektioniert. Die Verteidiger wussten zwar, was passiert, doch konnten häufig einfach nichts tun. Was seine Karriere aber auch kennzeichnete, waren die vielen Verletzungen. Und so frage ich mich, wie gut war Arjen Robben? Wurde seine Karriere eigentlich genug gewürdigt? Legen wir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robben! Robben! Das ist das Tor! Handspiel. Lewandowski sagt, es war mein Busen. Yeah, Fußball. Der Podcast mit Daniel Kultau. Der 3. Dezember 2000, als der niederländische Erstligist FC Groningen beim Auswärtsspiel in Waalwijk in der 77. Minute den erst 16-jährigen Arjen Robben einwechselt, ahnt noch niemand im Stadion, was für eine Karriere hier gerade beginnt. 17 weitere Einsätze folgen in der Saison, darunter auch 2 Tore, und direkt in dieser ersten Spielzeit wird er zum Spieler des Jahres in Groningen gekürt. Weil auch die nächste Saison gut läuft, werden die großen Vereine aus den Niederlanden auf Arjen Robben aufmerksam. Ajax Amsterdam, der PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam wollen Robben haben. Und alles sieht danach aus, dass Ajax den Zuschlag erhält. Doch weil im Vertragsformular der Name von Arjen Robben falsch geschrieben wird, überlegt sich Robben das nochmal und wechselt dann doch nach Eindhoven. Robben, auf Weg nach 3-0. Want, dann haalt Arjen Robben uit voor zijn eerste treffer als PSV'er. Und in Eindhoven bekommt er einen ersten kongenialen Partner, den serbischen Stürmer Matea Kešman. In 122 Spielen für Eindhoven trifft Kešman 105 Mal. In Eindhoven galt halt damals schon das alte deutsche Sprichwort, Serben bringen Glück. Die Fans nennen das Duo nur Batman und Robben. Doch anders als in den Comics spielt Batman hier nur die zweite Geige. Direkt in seiner ersten Saison bei PSV wird Robben niederländischer Meister. Aber was im Nachhinein auffallen sollte, Robben spielt in dieser Saison 33 Spiele. So viele Ligaspiele sollte er in seiner gesamten Karriere in keiner Saison mehr absolvieren. Und schon in der nächsten Saison werfen ihn Muskelverletzungen immer wieder zurück. Doch trotzdem kommen nun die Vereine, die noch einige Stufen über PSV stehen. Auch weil Robben eine tolle Europameisterschaft 2004 für die Niederlande spielt. Allen voran Manchester United ist interessiert. Der damalige Trainer Alex Ferguson trifft sich mit Robben und PSV-Offiziellen in London. Doch das Treffen läuft nicht gut. Für Manchester United. United möchte 7 Millionen Euro zahlen. Dafür bekommt ihr ein Robben-Trikot mit Autogramm, schimpft der damalige PSV-Boss Harry van Rij. Und da wittert Chelsea London seine Chance und verpflichtet Robben für etwa das Doppelte. Unter dem neuen Chelsea-Trainer José Mourinho wird Robben Teil eines gefährlichen Offensivtrios, zusammen mit Damien Duff und Didier Drogba ist der entscheidende Teil dafür, dass Chelsea das erste Mal nach 50 Jahren 2005 wieder englischer Meister wird. Robben. Away from Charlton initially, runs into Helveg. That's an excellent ball through towards Lampard. Excellent touch from Thiago. And Robben, what a superb goal! Viele kleine Verletzungen werfen ihn aber immer wieder zurück. Und das nervt José Mourinho so richtig. Und zwar so sehr, dass er Robben ins Schaufenster stellt. Er möchte ihn nicht mehr haben. Die Fans sind zu diesem Zeitpunkt überrascht, denn Robben ist trotzdem ein elektrisierender Spieler, der Spiele im Alleingang entscheiden kann. Ein aufregender Kicker einfach. Doch Mourinho war der Meinung, dass Robben nicht alles für den Erfolg geben würde, dass er nicht über die Schmerzgrenze gehen würde. Doch ob dem so ist oder nicht, Robbens Zeit in London ist vorbei. Sein Wechsel zu Real Madrid für rund 25 Millionen Euro folgt etwas, was typisch für Arjen Robben ist. Der Gewinn der nationalen Meisterschaft. In jedem Land, in dem er in seiner Karriere spielt, gewinnt er auch den Meistertitel. Und er ist dabei nicht zufällig am richtigen Ort. Überall nimmt er eine tragende Rolle ein. Doch als Kaká und Cristiano Ronaldo 2009 nach Madrid wechseln, rutscht Arjen Robben ins zweite Glied. Und prompt verkauft ihn Real Madrid kurz vor dem Ende der Wechselfrist zu Bayern München. Ich möchte eigentlich nicht gehen, aber der Club möchte mich verkaufen, lautet Robbens Reaktion auf den Wechsel. Doch in München erlebt er seine fußballerisch beste Zeit, was nicht nur an den Höhen, sondern auch an den Tälern liegt, die er durchschreiten muss. Gleich einen Tag nach seinem Wechsel wird er von Trainer Louis van Gaal gegen den VfL Wolfsburg eingewechselt und trifft doppelt.
Zusammen mit Franck Ribéry bringt er Schnelligkeit in die Bundesliga, die dort bis dato nur selten gesehen wurde. Vor allem in der Champions League ist er für den FC Bayern 2010 unglaublich wertvoll und nicht zu ersetzen. Er schießt gegen den AC Florenz das wichtige Auswärtstor, um ins Viertelfinale einzuziehen. Und unvergessen dann auch sein Volleytor in genau dieser Runde gegen Manchester United. Von Beuthen gegen Vidic, das ist so eine Gewichtsklasse. Robben! Ein unfassbares Tor! 2:3 im Moment der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League. Auch wenn es in der Champions League schlussendlich im Finale eine 0:2 Niederlage gegen Inter Mailand gibt, holt er mal wieder die nationale Meisterschaft und den DFB-Pokal. Bei der WM 2010 erreicht er mit den Niederlanden das Finale. Es ist wirklich kein schönes Endspiel gegen Spanien. Viele Fouls, wenig klare Torchancen, aber in der 62. Minute ist Robben durch. Er läuft frei auf den spanischen Torwart Iker Casillas zu. Aber er vergibt die 100%ige Chance. Weltmeister wird Spanien. Robben, der schon angeschlagen zur WM gereist ist, kehrt mit einem Muskelfaserriss nach München zurück und fällt die gesamte Hinrunde aus. Dadurch entsteht ein Streit zwischen dem FC Bayern und dem niederländischen Fußballverband. Beide Seiten einigen sich aber darauf, im Mai 2012 ein Freundschaftsspiel in München abzuhalten. Die große Versöhnung soll da stattfinden. Der FC Bayern soll so durch die Einnahmen für den Ausfall Robbens entschädigt werden. Es soll jedoch kein Versöhnungsspiel werden, sondern ein Spiel, was Arjen Robben fast aus München vertrieben hätte. Der neue Konkurrent von Bayern München heißt auf nationaler Ebene Borussia Dortmund. Die Dortmunder werden 2011 deutscher Meister und führen die Tabelle unter Trainer Jürgen Klopp auch ein Jahr später an. Am 30. Spieltag treffen beide Mannschaften in Dortmund aufeinander. 3 Punkte liegen die Bayern hinter Dortmund. Wenn sie gewinnen, würden sie Dortmund an der Spitze ablösen. Die erfolgsverwöhnten Bosse gieren wirklich danach. Aber Dortmund geht in Führung. In der 86. Minute entscheidet der Schiedsrichter jedoch auf Elfmeter für Bayern. Robben legt sich den Ball hin und schießt. Aber Roman Weidenfeller, der Dortmunder Torwart, hält. Wieder keine Meisterschaft für den FC Bayern. Der Titel ist weg. Doch es gibt eine weitere Möglichkeit, um die Saison noch gut abzuschließen. Und zwar das Champions League-Finale in der heimischen Allianz Arena gegen den FC Chelsea. Bayern ist der Favorit und bestimmt das Spiel. Die Bayern haben Torchancen ohne Ende, doch nach 90 Minuten steht es 1:1. In der Verlängerung gibt es dann nach einem Foul an Franck Ribéry die große Chance. Elfmeter für Bayern. Wieder nimmt sich Arjen Robben den Ball. Chelsea gonna be beaten by a former player. Petr Cech against Arjen Robben. Und wieder verschießt Arjen Robben. Chelsea gewinnt die Champions League. Die Bayern liegen im eigenen Stadion am Boden. Der nächste Titel nach der deutschen Meisterschaft ist weg. Doch für Arjen Robben geht es wenige Tage später weiter bergab. Es war noch nicht das Ende. Denn das Testspiel des FC Bayern gegen die Niederlande steht an. Lust darauf hatte eigentlich keiner. Arjen Robben spielt nicht von Anfang an, sondern wird erst spät für die Niederlande eingewechselt. Und als er dann in der 74. Minute das Spielfeld betritt, pfeifen ihn viele Zuschauer in der halbleeren Allianz Arena aus. Immer noch sind sie wütend über die beiden verschossenen Elfmeter. Der damalige Bondscoach Bert van Marwijk sagt gegenüber dem niederländischen TV-Sender NOS nach dem Spiel, dass Arjen Robben nicht spielen wollte. Er sei körperlich und geistig völlig am Ende gewesen, doch vertraglich wurde im Vorfeld festgehalten, dass er spielen muss. Also wechselte ihn van Marwijk ein. Das ist skandalös, ich habe mich grün und blau geärgert, so van Marwijk weiter. Der ehemalige Bayern-Spieler Marc van Bommel geht noch einen Schritt weiter. Wenn ich Arjen wäre, würde ich gut darüber nachdenken, ob ich hier nächstes Jahr auch noch spiele. Sommerpause. Wie Arjen Robben einige Jahre später im Interview mit dem Kicker erzählt, hat er in diesen Momenten an Abschied aus München gedacht. Es war eine brutale Phase, damals lief einiges falsch, natürlich hatte ich kurz überlegt. Ich muss hier weg, es geht nicht mehr. Doch Arjen Robben kommt nach der Sommerpause wieder und sollte das tiefe Tal ab diesem Zeitpunkt für immer verlassen.
In der Liga dominiert der FC Bayern wieder und in der Champions League pflügen die Bayern bis ins Finale, schlagen den FC Barcelona auch mit Toren von Arjen Robben deutlich. Im Finale im Londoner Wembley Stadion geht es gegen Borussia Dortmund. Nicht schon wieder ein Finale verlieren, heißt es beim FC Bayern und schon gar nicht gegen den Verein, der zweimal in Folge deutscher Meister wurde. Im ersten Durchgang vergibt Arjen Robben gute Chancen, scheitert an Roman Weidenfeller. Sollte Arjen Robben schon wieder der Sündenbock werden, weil er im Finale nicht liefert? Dieses Mal nicht. In der 60. Minute zieht Robben in den Strafraum, bekommt den Pass von Ribéry und passt den Ball in die Mitte. Ribéry. Durch drei Mann durch. Robin Weidenfeller verkürzt den Winkel. Das muss das Tor sein. Das ist das Tor. Bei Jokic. Die Bayern führen. Die Bayern führen, doch Dortmund gleicht wenig später aus. Doch dann kommt die 89. Minute. Ribéry. Robin. 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 Das ist das Tor. Ausgerechnet Robin. 2:1 für die Bayern. Der Jubel von Robben zeigt, was er im Jahr zuvor durchgemacht haben muss. Er geht hinter das Tor der Dortmunder, wo sich die Bayern-Fans aufhalten. Er hat einen ernsten Blick aufgesetzt und brüllt ihnen irgendetwas zu. Darauf angesprochen sagt er nach dem Spiel, dass er es nicht mehr genau weiß, was er gerufen hat. Es waren einfach Emotionen. Die Bayern gewinnen die Champions League und Arjen Robben macht sich in München unsterblich. Arjen Robben direkt nach dem Spiel im ZDF. Ich habe es die letzten Wochen so oft gehört und da waren so viele Leute, die haben es mir gegönnt und die haben gesagt, du schießt das Tor heute, du schießt es. Dann habe ich natürlich in erster Halbzeit zwei gute Chancen gehabt, verpasst, aber ich bin ruhig geblieben und ich habe gewartet auf noch eine Chance und die ist gekommen und die habe ich dann genutzt am Ende und ja, darum geht es. In den nächsten Jahren beim FC Bayern bleibt Robben auf dem hohen Niveau, wird 2014 sogar Vierter bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Wenn es gegen Borussia Dortmund geht, trifft er regelmäßig. 2019 verlässt er den FC Bayern dann nach 10 Jahren, 201 Spielen und 99 Toren. Er kehrt dorthin zurück, wo seine Profikarriere am 3. Dezember 2000 begonnen hatte. Er schließt sich nochmal dem FC Groningen an und geht mit ihm in die nächste Saison. Auch mit 36 Jahren ist er immer noch in der Lage, Spiele durch seinen perfektionierten Robben-Move zu entscheiden. Den Ball rechts bekommen, nach innen ziehen und mit dem linken Fuß das Tor erzielen. Die Verteidiger in der ersten niederländischen Liga sind gewarnt und wissen mit Sicherheit, was passiert. Mal schauen, ob sie es verhindern können. So, das war die 7. Episode des hier Fußball-Podcasts über Arjen Robben. Bitte gebt mir unbedingt mal Feedback, wie euch so ein Porträt, wie ich es hier versucht habe, gefallen hat. War jetzt mal so mein erster Versuch und wenn es gut ankommt, kann ich sowas in Zukunft ja auch immer mal wieder einstreuen. Ich hatte einfach ein bisschen Bock, das mal auszuprobieren. Arjen Robben fand ich dafür eigentlich super geeignet, weil dieser Tiefpunkt einen echt nicht kalt lässt, zumindest mich nicht. Und ich finde es umso schöner natürlich für ihn, dass er im Jahr danach dann das Champions-League-Finale entscheidet und zu einer solchen, ja, Vereinslegende wird. Als Robben damals nach München kam, hätte ich nie damit gerechnet, dass er sich zu einem Spieler entwickelt, der so für den Verein stehen könnte. Schließlich hatte er ja auch selber wenig Bock auf die Bayern. Ich hatte damals rückblickend so gedacht, dass Robben eine Rolle in München einnimmt, wie sie jetzt zum Beispiel James Rodriguez rückwirkend eingenommen hat. Aber was ich bei ihm wirklich immer bewundert habe, war dieser positive Ehrgeiz, den er vor allem nach dem verlorenen Finale gegen Chelsea entwickelt hat. Und auch außerhalb des Platzes fand ich ihn immer sehr sympathisch, reflektiert und verbindlich. Und so aus der jüngeren Vergangenheit ist es wirklich einer meiner Lieblingsspieler. Was ich auch noch ansprechen möchte, ist die Fallsucht, die Arjen Robben häufig nachgesagt wird. Und ich kann das in ganz, ganz vielen Fällen auch total verstehen und finde, dass er das absolut nicht nötig hat und finde das dementsprechend auch ziemlich scheiße. Muss aber auch sagen, ich sehe es jetzt nicht so krass wie andere, dass er jetzt nur am Rumschwalben ist, um es mal so zu nennen. Ich glaube, mit dieser Spielweise ist man einfach ein bisschen anfälliger, gefoult zu werden, auch von etwas leichteren Fouls. Das soll das aber nicht entschuldigen, nur will ich damit zum Ausdruck bringen, ich sehe es nicht so krass wie andere. Ich finde nicht, dass er ein großer Schwalbenkönig ist, aber so manche Situation hätte er sich schenken können. Und ich glaube eben mit genau dieser Spielweise muss man auch sehr auf seinen Körper achten, was vielleicht zu einigen Wochen mehr Pause geführt hat, als es bei anderen Spielern der Fall gewesen wäre. Heutzutage sind die Spieler ja teilweise 50 Mal in der Saison im Einsatz und da stellt sich dann auch die Frage, ob das Pensum nicht einfach zu hoch ist.
Und ich finde es auch noch beeindruckend im Hinblick auf die heutige globale Jugendarbeit, wo Spieler quasi als Voraussetzung fast schon beidfüßig sein müssen, dass jemand anscheinend nur seinen linken Fuß trainiert, den perfektioniert hat und damit so abliefert. Abschließend, um die Frage der Wertschätzung und Würdigung aus der Einleitung nochmal aufzugreifen, möchte ich sagen, dass wir in einer Fußballzeit leben, wo mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi natürlich zwei solche Ausnahmefußballer aktiv sind, die halt solche hohen Werte haben, was Tore angeht alleine, dass das Bild dann schon irgendwie ein bisschen verzerrt wird und vielleicht hätte Arjen Robben so für seine Karriere noch ein bisschen mehr Würdigung, Wertschätzung und Anerkennung verdient, als er es sowieso schon bekommt. So, jetzt ist aber wirklich Ende. Gebt mir doch gerne Feedback über Twitter, Instagram oder Facebook, wie euch die Folge gefallen hat. Die Daten findet ihr in den Shownotes oder auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast allgemein gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ein Retweet oder ähnliches. Von daher wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Episode.